Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Controller? Ah, geht doch. Habe ich Ton? Ja. Muss man ja vorher feststellen. So, wir sollten hier ans Licht gehen und warten. Warten wir halt. Das ist der Plan für heute. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, irgendwie passiert nichts, ne? Oder soll ich in die Kirche? Ah, da ist Licht an. Lol. Wie komme ich denn rein? Klopf, klopf. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel. Amen. Was? Ich hörte, du würdest nach uns suchen, ja? Was willst du? Spuck's aus. Ihr sollt Männer anheuern, die bereit sind, sich die Hände schmutzig zu machen. Ist das so? Und wo hast du das gehört? Im Wirtshaus und so. Die Leute reden. Eine nette Geschichte, aber niemand hat dir im Wirtshaus gesagt, hier zu warten, oder? Also, von wem weißt du es? Haudorf hat es mir gesagt, ich weiß nicht, wie er heißt, aber er war einer von euch. Haudorf hat es mir gesagt. Von Haudrauf. Er arbeitet für den Vogt und veranstaltet die Kämpfe beim Steinbruch. Verstehe. Ich hoffe, du hast ihn verbleut. Der Bastard nahm mich beim Würfeln aus. Wenn du willst, mische ich ihn auf, damit du siehst, dass es mir ernst ist. Schluss mit dem Geschwätz. Bevor du uns das Blaue vom Himmel versprichst, habe ich eine Prüfung für dich. Eine Prüfung? Nichts Schwieriges. Früher haben wir jeden aufgenommen, der aussah, als könne er gerade ausschauen. Aber jetzt nehmen wir dich nur, wenn du tust, was wir dir sagen. Und das wäre? Etwas stehlen? Nein, nichts stehlen. Wenn du zu uns gehören willst, musst du Pius töten. Warum wollt ihr ihn tot sehen? Wer ist Pius? Und weshalb sollte ich ihn töten? Das geht dich zwar nichts an, aber ich erzähle es dir, da es eine lehrreiche Geschichte ist. Pius war einer von uns, aber er hat's vermasselt. Wie? Hat er was geklaut? Ja, unter anderem. Hat Geld gestohlen und ist weggelaufen, und ein paar Jungs sind deshalb krepiert. Er war nicht loyal. Sobald er tot ist, kannst du dich uns anschließen. Okay, aber zuerst muss ich ihn ja erstmal finden. Dazu muss ich ihn erst finden. Nein, das musst du nicht. Wir wissen, wo er steckt. Warum habt ihr ihn da nicht selbst getötet? Das ist es, ja. Er versteckt sich im Kloster. Bei den Stallburschen? Dorthin zu gelangen ist nicht schwer. Nein, nicht dort. Sonst wäre er schon längst tot. Er ist im Kreuzgang, oder wie das heißt. Aber dort dürfen nur Mönche rein. Nur Mönche und Pius. Dieser gebildete Bastard. Scheinbar war er früher Pfarrer, aber das war wohl nicht das Seine. Okay. Wie sieht aus? Wie erkenne ich diesen Pius? Er ist noch nicht lange dort. Abgesehen von dir wird er der einzige Neue sein. Und was, wenn es andere gibt? Wie sieht er denn aus? Normal. War immer gut gekleidet und trug stets einen äußerst schönen Dolch bei sich. Nur wird er nun eine Kutte tragen und den Dolch nicht mehr haben. Dann wirst du wohl rausfinden müssen, welcher der Novizen der richtige ist. Bring ihn dazu, seine Identität preiszugeben. Füll ihn ab und schick ihn danach in die Hölle. Ihn abfüllen? In einem Kloster? Kein Ort wäre besser. Dort gibt es mehr Wein als in den königlichen Kellern. Und ich bezweifle, dass er nicht mehr säuft. Ich kann ihn auch so töten. Ja, gut. Und wie soll ich in den Kreuzgang reinkommen? Dir fällt schon was ein. Ein Geheimgang vielleicht? Es soll unter dem Kreuzgang eine Höhle geben, die Höhle des heiligen Prokop. Vielleicht führt von außen ein Weg dort hinein. Und fällt dir außer dem Geheimgang noch etwas anderes ein? Tja, es gibt da so einen Kerl, der im Wirtshaus herumlungert und bald ins Kloster soll. Vielleicht kann er dir ja helfen. An deiner Stelle würde ich mit ihm sprechen. Und falls er dich hängen lässt, töte ihn und reiß dir alles unter den Nagel, das dir dabei helfen könnte, seinen Platz einzunehmen. Ein Bestätigungsschreiben fürs Kloster oder so etwas. Das klingt gut. Na schön.
Na schön. Ich soll Pius töten, der sich im Kreuzgang aufhält. Und um dort reinzukommen, brauche ich die Hilfe eines Jungen, der dem Orden beitreten will, ja? So ziemlich. Und jetzt zum Kern der Sache. Der Kern der Sache ist, ihn kalt zu machen, oder? Natürlich, aber das ist nicht alles. Nach dem Mord wird im Kloster die Hölle losbrechen. Also sieh zu, dass ihn niemand findet, oder mach schnell die Fliege, wenn du ihn erledigt hast. Es wäre jedoch besser, wenn sie ihn nicht sofort finden würden. Und dann? Soll ich dann hierher zurückkehren? Nein, nein. Bevor du abhaust, nimm seinen Würfel und bring ihn als Beweis mit. Und falls du aus ihm rauskriegst, wo er das Geld versteckt hat, auch das. Den Würfel und das Geld mitbringen, falls ich es finde. Und wohin? Geh vom Kloster aus Richtung Osten über den Fluss. Dort findest du im Sumpf eine Feuerstelle. Mach in der Nacht ein Feuer, ein schön großes. Dann kommen wir, um den Würfel und das Geld entgegenzunehmen und sagen dir auch, wo du dich melden sollst. Klar? Gut. Ich soll mich in den am besten bewachten Ort der ganzen Region einschleichen, jemanden töten, seinen Würfel und sein Geld nehmen und dann im Sumpf am Feuer warten. Ja, das ist der Plan. Ihr könntet in der Zwischenzeit zumindest ein paar Gebete für mich sprechen. Die werde ich brauchen. Und vergiss nicht, wir behalten dich im Auge. Also nicht abhauen, klar? Lebe wohl. Klingt easy. Ich brauche eigentlich die Hilfe dieses komischen Typen nicht, aber ich kriege das auch so hin. Ja, zumindest machen sie die Tür zu. Ist ja nicht so, als würde ich auch noch raus wollen. Habt ihr jetzt extra abgeschlossen mir den Schlüssel gegeben? Hä? Ups, ich hab dem Gerber nicht Bescheid gesagt, egal. Warum habt ihr abgeschlossen und mir dann den Schlüssel warum? Hä? Muss man das verstehen? Ja gut, wir gehen dahin. Ja gut, das ist jetzt sowieso nicht so weit weg. Können wir kurz mal hinreiten. Ich glaube, ja, essen muss ich eh noch und schlafen. Ja gut, was soll's. Ja. So, da wären wir der Schenke. Ich denke nicht, dass er noch wach ist. Wir gehen dann halt einfach mal schlafen. Und erholen uns auch mal. Ist das mein Bettchen hier? Nein. Aber da schläft bestimmt der Tibi. Aber wir schlafen jetzt auch. Jo, dann wollen wir mal suchen, ne? Oh, bitte sag nicht, dass es regnet. Ich hasse es, wenn es regnet. Du siehst mir doch sehr verdächtig aus. Was? Willst du, dass ich dir die Birne einhau? Okay. Genau. Komm nur her. Prügeln wir uns halt kurz. Jetzt hättest du irgendwie eine Chance gegen mich hier. Ich mach dich kaputt. So schnell kannst du gar nicht gucken, ey. Du bist. Huh? Was zum. Was? Was war das denn? Was bist du denn für ein Cheater? Hier, nimm mein Knie. Nimm meinen Fuß. Hier. Mit so einem Scheiß lege ich mich hier. Nee, was soll denn das? Cheater. Gib mir Geld. Was zum Teufel? Ich habe nur eine Lektion. Erteilt. Na gut, der guckt gerade hin, ich kann nicht beklauen. So, ich regeneriere sowieso Leben ohne Ende. Von daher, was soll's. Ja, der ist nicht tot, red mit mir. Glück und Gesundheit. Nein. Der weiß also nicht, wo er steckt. Das hier sieht verdächtig aus. Freskenmaler. Bürger. Glück und Gesundheit. Alles Gute. Okay, Musik hat plötzlich aufgehört. Scheint sehr tragisch, der Typ zu sein. Na, hast du deine Lektion gelernt, Dude? Was? Willst du das? Okay. Genau. Der will einfach nochmal Ärger. Huch. Das war gut.
Au! Okay, jetzt macht er aber ernst, ey. Hey! Okay, dann setze ich gegen dich meine Taktik ein. Hier, nimm. Und da. Und hier. Ich meine, der hat schon die Witz auf Maul bekommen. Wie kann er noch Leben haben? So schnell kann er sich doch nicht regenerieren. So, Bürger. Was zur Hölle machst du da? Karl! Hallo, Karl. Hier drüben, ein Bier bitte. Karl? Der ist nicht tot. Ist gut. Scheint ja nicht sehr viel Platz da hinten zu haben in der Ecke. Hast du ihn beklaut? Der hat ihn beklaut. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Heute klopp ich einen. Gott schütze dich, Heinrich. Weißt du noch nicht wen? Gelobt sei Jesus Christus. Bist du zufällig Karl? Bin ich. Warum fragst du? Wie ich hörte, bist du für das Kloster bestimmt. Das ist wahr. Aber ich konnte meinen getreuen Beschützer Manfred überzeugen, mir noch ein paar Tage Freiheit zu gönnen. Allerdings erlaubt er mir nicht, die Freudenmädchen zu besuchen. Weshalb ich an meinen letzten Tagen dem Alkohol fröne. Mit wem habe ich die Ehre? Ich heiße Heinrich. Freut mich, dich kennenzulernen. Können wir unter vier Augen sprechen? Es gibt da etwas wegen des Klosters. Im Ernst? Ich würde gern mit dir darüber sprechen. Aber solange Manfred mir im Nacken sitzt, haben wir keine Ruhe. Werde ihn für mich los. Bitte. Alles Gute. Hallo Karl, Beschützer Manfred. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Bist du Manfred, der Beschützer des jungen Herrn? Bist du Manfred, der Beschützer des jungen Herrn? Der bin ich. Warum? Okay, das geht schon mal nicht. Das könnten wir versuchen. Was zu trinken gefällig? Du musst einen Mordsdurst haben. Wartest mit ihm seit Tagen, siehst zu, wie er sich besäuft, und du selbst nimmst keinen Schluck? Zweifellos hätte ich gern einen Krug Bier. Aber wenn ich meine Sinne auch nur im geringsten trübe, brockt sich der Tunig gut gewiss Ärger ein. Er ist schon weg. Trinken wir gemeinsam. Und wenn du angeheitert bist, behalte ich ihn im Auge. Du hast etwas Heiterkeit verdient. Du siehst vertrauenswürdig aus. Was wollen wir trinken? Und da wir schon dabei sind, wie wäre es mit einem kleinen Spielchen? Gott behüte dich. Würfle mit Manfred. Ach du Scheiße. Also, ich habe... ich muss mir kurz mal hier angucken. Ein gesegneter Würfel, der gehört in den Würfelein. Okay, nehmen wir den. Ein wundersamer Schiffer aus dem himmlischen Königreich zu den Menschen gesandt. 1 und 3 hat er nur. Gepönter Würfel brauche ich nicht, ne? Okay. So, ich habe meine Würfel zusammen. Und ich bestätige damit. Also, los geht's. Was habe ich denn so Schönes? 5, 5, 5, 5. Punkten und Wortwahlen. Okay, Punkten und Fortfahren. Kein Glück, auch verdammt. Ich verstehe das Spiel immer noch nicht zu 100%. Eins, aber jetzt. Wie geht es dir, Heinrich? Kommt ein Bier für mich. Noch eine Eins. Scheiße, der kriegt ganz viele Einsen, ey. Ich glaub's nicht. Lappen. So, okay. Wir haben 5, 5. 3, 3. Okay, das wird mir keine Punkte geben, ne? Ich glaube, ich nehme die 5er erstmal. Nochmal eine 5. Sollte ich die 2 Einser mitnehmen?
53 reichen mir erstmal. Hätte ich vorher schon mit den 1000 irgendwas machen sollen, ne? Naja, egal. Aber jetzt habe ich es begriffen. Ich habe es begriffen, Freunde. Macht euch keine Sorgen. Ach du Scheiße. Uha. Uha. Das war's. Der macht einfach weiter. Aber jetzt wird's was. Oh, holy Scheiße. Oh, bitte noch keine Einser mehr. Das ist doch nicht wahr. Weitermachen bringt nichts. Okay. Wir nehmen die beiden Einser. Ich sehe noch eine Eins. So. Soll ich es wagen, weiterzumachen? Komm, eine Eins. Ich brauche nur eine Eins. Eine Eins. Eine Eins. Scheiße. Okay. Ah, ich bin am Verlieren, ey. Der hat doch gezinkte Würfel. Der cheatet doch. Du kannst mir doch nicht erzählen. Oh, und das ist doch nicht... Was? Das ist doch nicht sein Ernst. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Geld. Das ist... Nein! Bier für mich. Wie konnte ich denn verlieren? Oh, hätte ich die erste Runde nicht verkackt. Dreck. Manfred, sind wir los. Genau wie du wolltest. Gott sei Dank. Er lässt mich nicht aus den Augen und ist geradezu erpicht darauf, mich ins Kloster zu stecken, damit er nach Hause kann. Weshalb wurdest du ins Kloster gesteckt? Weshalb wirst du ins Kloster gesteckt? Wie alle lustvollen Burschen liebe ich liebreizende Mädchen. Eine liebte ich zu sehr und sagen wir mal, sie war 9 Monate lang unpässlich. Aber dafür stecken sie ja nicht ins Kloster. Wenn sie die Tochter deines Lehnsherrn ist, schon. Scheiße. Scheiße ist milde ausgedrückt. Der Herr von Bukova war gar nicht erfreut. Er kann seine Tochter nun nicht mehr verheiraten und stellte Vater vor die Wahl. Entweder er zahlt 1000 Groschen und serviert meine Eier auf einem Silbertablett, oder er zahlt 1000 Groschen und steckt mich irgendwo hin, wo ich nie wieder gesehen werde. Ja, aber 1000 Groschen sind doch nicht viel. Was ist, wenn ich an deiner Stelle ins Kloster ginge? Was, wenn ich an deiner Stelle ins Kloster ginge? Was? Freiwillig? Du siehst mir nicht wie einer aus, der den Rest seines Lebens auf Knien beten möchte. Aber das ist wohl dein Problem. Du wirst nur aufgenommen, wenn du des Lesens und Schreibens mächtig bist und ein Schreiben des Abtes besitzt. Es bestätigt im Grunde, dass sie wissen, wer du bist und dich aufnehmen werden. Dann gib mir dein Schreiben und ich sage einfach, ich wäre du. Manfred hat es. Du müsstest es ihm abnehmen. Aber er ist stets auf der Hut, es sei denn, er schläft. Also stehle ich es und du kannst verschwinden. Verschwinden? Mittellos? Was zum Teufel würde ich tun? Ich weiß nicht, wie man arbeitet, habe kein Geld und der alte Sack hat sogar meinen Umhang. Er hat mich in der Tasche. Arme gibt es überall und die kommen auch irgendwie durch. Wenn ich zwischen Hunger und Armut auf der einen und dem Kloster auf der anderen Seite wählen müsste, gewinnt das Kloster. Könnte ich dem Alten nur den Geldbeutel stehlen, dann wäre ich über alle Berge und niemand würde mich jemals wiedersehen. Okay, das kriege ich hin. Ja. Das wäre alles. Möge Gott über dich wachen. Manfred! Manifred! Manifred! Bist du schlafen gegangen? Wo ist der Typ hin? Was siehst du, er schläft. Echt jetzt? Hey, was zur Hölle? Muss ich leider töten. Himmel! Wache! Nein! Wo ist er hin? Schnell, alle miteinander! Kommt her! Nein. Mein Gott! Das kann doch nicht sein. Komm her, Mann. Prügeln wir uns. Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst, Mann.
Wo willst du hin? So, helf mir doch jemand! Okay, jetzt steckst du fest, Bursche. Schnell, alle miteinander! Kommt her! Hallo? Niemand hat's gesehen. Er ist auch gut versteckt. Schreiben des Klosters, Groschen. Oh, 3,6 Groschen. Die kriegst du. Oh, Manfreds Geldbeutel. Achso. Niemand gesehen. So. Du kriegst natürlich deinen Geldbeutel und dann gehen wir ins Kloster. Ich habe Glück gehabt, dass er jetzt nicht weit gekommen ist. Was hast du getan? Warum? Warum hast du ihn getötet? Ich... Manfred hat sich von Kindesbeinen an um mich gekümmert. Du Ungetüm! Dafür hängst du! Wo? Dem Ersten, der mir in die Quere kommt, hau ich den Schädel ein. Da, bitte sehr. Oh mein Gott! Hilfe! Oh mein Gott! Hilfe! Mörder! Oh mein Gott! Mein Gott, eine Leiche! Du bist ein Mörder! Hilfe, ein Mörder! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wache! Rasch! Hier ist eine Leiche! Ich werde dich hängen! Da drüben! Niemals! Oh Gott! Woher wusste er, dass ich Manfred getötet habe? Ich meine, jetzt habe ich beide Zeugen aus dem Weg geräumt. Keiner weiß, dass ich jetzt ins Kloster gehe. Ja. Es sei denn, sie erkennen die Leiche. Und ich bin falsch gelaufen. Fuck. Also mal zurück. So. Das kommt davon, wenn man gegen mich im Glücksspiel gewinnt, Freunde. Sollte euch das eine Lehre sein? Ja. Oder läuft... Oh Gott. Eine Leiche! Nein! Oh Scheiße, lauf doch nicht alle in meine Richtung! Oh Gott, da läuft noch einer. Hilfe! Da! Mörder! Lass mich entkommen! Mein Gott! Da drüben ist ein Mörder! Okay, jetzt habe ich ein Problem. Mord! Wie schrecklich! Jemand wurde ermordet! Gott, sitzt ab! Da drüben. Hallo. Mein Gott, eine Leiche. Ich bin der Novize Karl. Ich werde erwartet. Ich bin Karl. Ich soll Novize werden. Wir haben dich früher erwartet. Hätte dich dein Beschützer nicht begleiten sollen. In letzter Zeit ist es hier etwas hektisch. Leute tauchen aus heiterem Himmel auf. Herausfinden, wer noch neu im Kloster ist. Er gab mir das Schreiben und verließ mich am Tor. Du solltest das gewohnt sein. Immerhin bin ich nicht der erste Novize, oder? Nicht besonders umsichtig von ihm, nicht wahr? In letzter Zeit ist es hier etwas hektisch. Ein Novize kommt nach dem anderen. Der letzte hatte nicht einmal ein Schreiben. Und man könnte glauben, seine Kehrseite stünde in Flammen. So oft blickte er über die Schulter. Kam dir das nicht verdächtig vor? Er wurde ohne Schreiben aufgenommen? Ich vermute, er wollte sich vor jemandem verstecken. Aber er ist Pfarrer und weiß, wie die Dinge im Kloster laufen. Also sprach nichts dagegen, ihn aufzunehmen. Zumindest vorläufig. Bei dir ist das allerdings etwas anderes. Kannst du lesen? Natürlich, sonst wäre ich nicht hier. Nun denn, bist du bereit, dich dem Benediktinerorden anzuschließen und den Versuchungen dieser Welt für immer zu entsagen? Ja, okay. Ja. Dann musst du dich sämtlicher weltlicher Besitztümer entledigen. Verkauf sie, gib sie den Bedürftigen oder spende sie dem Kloster. Es ist dir nicht erlaubt, diesen Ort unter der Bürde weltlicher Güter zu betreten. Im Torhaus befindet sich eine Truhe mit einer Mönchsrobe. Entledige dich deiner Habe und wirf die Kutte über. Dann kannst du ruhen, während ich den Prior aufsuche, um deine Aufnahme abzuwickeln. Mach's gut. Okay, ich hoffe, ich kann meine Sachen da einfach reinlegen. Du bist kein Mönch, du hast hier nichts verloren. Hinfort! Ich dachte, ich soll... Achso. Hier irgendwo? Himmel, pass auf, wo du hingehst! Wo soll ich denn hin?
Ja, wieder oben hin? Ah, ich sehe schon. Hey, was? Ich soll hier rein. ETF, ist das meine Truhe? Was? Okay, schlafen wir halt erstmal. Wo ist denn jetzt diese besagte Truhe? Schloss knacken? Bin verwirrt. Hä? Wo soll denn diese scheiß Truhe sein? Okay, okay. Moment. Questlog. Gib all deinen weltlichen Hut ab, zieh eine Mönchskutte an, ja. Okay. Wir gehen erstmal zu Ratzig. Dann gehen wir erstmal zu Ratzig, ne? Können wir nämlich unterwegs dann auch irgendwo zu einer Schenke gehen und uns dann einen Keks freuen, dass wir die Sachen abgegeben haben. Und das soll ich hier rein. Eigenartig, so ganz ohne Habe zu sein. Ich wusste nicht, wie sehr ich mich daran gewöhnt hatte. Oh. Es ist alles vorbereitet. Die Zeit ist gekommen, um deinen Schwur abzulegen. Muss ich das hier wirklich anziehen? Du solltest dich lieber daran gewöhnen, denn diese Kutte trägst du den Rest deines Lebens. Ich will aber schwarz tragen. Und ich würde meine Sachen gerne waschen. Ja gut, dann gehen wir halt nicht zu Ratzig, jetzt ist es zu spät. Ich dachte, man kann die Sachen da reinlegen. Also manuell. Was ist denn mit meiner schicken Frise passiert? Einer von euch wird sterben. Ich glaube, das bist du, der Letzte neben mir. Wir haben uns heute hier versammelt, um einen neuen Novizen in unserer Mitte aufzunehmen. Liebster Bruder, vergiss dein bisheriges Leben und tritt ein in die Gemeinschaft der Ordensbrüder des heiligen Benedikt. Opus Dei, obedientia, opprobria. Der Dienst an Gott, Gehorsamkeit und die Duldung jedweder Unannehmlichkeit. Sie bilden das Fundament und die Grundpfeiler unseres Ordens, welche vom heutigen Tage an auch die deinen sein sollen. Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam, et non confundas me, ab expectatione mea. Sing. Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum vivam, et non confundas me
ab expectatione me a b. Nimm deinen neuen Namen an, Bruder Gregor, und trage ihn mit Würde. Willkommen, Bruder. Ja. Okay. Mönch. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Okay, ja gut, jetzt bin ich jetzt schon mal hier drin und dann... Wir gucken mal. Willkommen, Bruder. Ich bin Antonius, ein Novize wie du. Ich wurde angewiesen, dich herumzuführen und dir zu sagen, was dich erwartet und welche Aufgaben von dir verlangt werden. Okay. Danke, dass du mir vorhin eingesagt hast. Danke, dass du mir bei der Zeremonie geholfen hast. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Du kannst kein Latein, oder? Keine Sorge, bei der Arbeit im Skriptorium lernst du es schnell genug. Weshalb bist du hier? War es deine Entscheidung oder wurdest du gezwungen? Ich wette, das ist Pios, weil man freundschaftet sich gerade ja anscheinend mit jemandem. Das Kloster ist der einfachste Weg, sich zu bilden. Ich wollte es so. Für einen einfachen Burschen wie mich ist dies der einfachste Weg, Bildung zu erhalten und etwas mit seinem Leben anzufangen. Dann sind wir wohl aus demselben Grund hier. Wir werden gut miteinander auskommen. Erzähl mir von dir. Würdest du mir etwas über dich erzählen? Ich bin Novize und hier, weil ich ein schlechter Händler wäre. Ich mag Bücher und möchte mich bilden, obwohl ich sagen muss, dass das Klosterleben bisher, sagen wir, ungewöhnlich war. Okay. Können wir die Führung auslassen? Können wir die Führung auslassen? Ich habe eigentlich gedacht, dass du als völliger Neuling gerne wüsstest, was dich erwartet. Ich war schon mal hier. Wenn du nicht mitkommen möchtest, zwinge ich dich nicht. Hier ist ein Brief des Priors mit deinen täglichen Pflichten. Lies ihn und präge ihn dir ein. Ich war schon öfters hier. Danke für alles, aber ich möchte mich selbst umsehen. Danke für alles, aber ich möchte mich selbst umsehen. Sicher? Dich von mir herumführen zu lassen, würde dein Leben erleichtern. Ansonsten stehst du morgen wie ein Tölpel da, während all die anderen wissen, was sie zu tun haben. Ja, ich komme klar. Ich komme alleine zurecht. Wie du willst. Wenn du meinst, du bräuchtest keine Erklärung, halte dich einfach an den Stundenplan vom Prior. Okay. Du hast gelernt, Hierarchie im Kloster. So, wir gucken mal in unser Inventar, Klosteralltag. Aha. An die Novizen. Dieser Zeitplan beschreibt die täglichen Tätigkeiten, denen ihr während eurer ersten Jahre in unserem Kloster nachkommen sollt. Ordnung und Disziplin sind die Grundpfeiler, auf denen der Benediktorden fußt. Jegliche Missachtung dieses Zeitplans, folglich versehen mit einem Ausrufezeichen, wird mit einem Einzelarrest zur Disziplinierung bestraft. Falls ihr innere Einkehr sucht, so könnt ihr euch euren Gebeten und Studien zu Essens- und Schlafzeiten widmen. 3 Uhr morgens Tagesbeginn, ach du Scheiße, 4 Uhr Morgengebet, 6 Uhr Gemeinschaftsessen, 8 Uhr Arbeit in der Werkstatt der Brüder, zugeteilt von Bruder Nevlas, 12 Uhr mittags Arbeit in der Bibliothek, zugeteilt vom Bibliothekar, 4 Uhr Nachmittagsgebet, 6 Uhr abends Vesper-Gemeinschaftsabendmahl. Okay, so viel dazu. Gibt es noch mehrere Seiten? Oh. 7 Uhr komplett Freizeit vor dem Zu-Bett-Gehen, 9 Uhr abends Schlaf und nächtliche Ausgangssperre. Gelobt sei Jesus. Ach komm. Das heißt, wir haben insgesamt 6 Stunden Schlaf nur. 6 Stunden. Ihr wollt mich doch verarschen. Gut, Freunde, mit dieser Erkenntnis sehen wir uns dann morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.